Liebe Videofreunde, bevor Sie sich das Videoprogramm Ihrer Wahl anschauen, bitten wir Sie einen Moment um Ihre Aufmerksamkeit. Dieses Videoprogramm ist nicht für Kinder geeignet. Ja, hallo meine Fuzzi-Bärchens und ich mach's mal lieber hier. Ping erstmal! Wow! Also wenn es Wertungen für Plöpp gibt, war das eine 10. Das war ein meisterhafter. Das war meisterhaft. Aber was trinken wir denn heute? Wir trinken den Schädelspalter von Masters of the Bruniverse. Ne? Das ist schön. Da warte ich schon lange drauf. Das ist so ein Dude, der braut selber sein Bier und macht dann immer so Masters. Themen dafür. Ne? Gab es auf der Grayskull-Con? Ja, habe ich mir auch gekauft. Aber noch nicht getrunken, weil ich war ja, ja abstinent. Ich glaube, wir nähern uns heute einer absoluten Höchstwertung. Ich bin gespannt. Wir müssen uns ein bisschen vorsichtiger eingießen. Ja, ja. Also ja, Schaum. Es ist ja auch nur eine Probe. Ne? Ja, genau. Es ist eine Bierprobe und kein Biersaufen. Richtig. Ein bisschen schräg einschütten. Ich kriege es ja immer nicht hin. Ne? Der Schaum, der ist aber nicht, der hat so eine leichte Farbe auch so, ne? Ja. So, also Schaum ist safe und neu. Ja, auf jeden Fall. Also, guck mal, wie schön das ist. Meine, das setzt sich jetzt natürlich noch ja, aber was ab, soll ne? eine 10 sein, wenn es überläuft oder was? Ja, wenn's, also. Dann, dafür müsste es so hier der Schaum stehen bleiben die ganze ja. Zeit. Ah, okay. Ja, das wäre für okay, mich okay. eine 10, ja. wenn der Schaum so konstant ja, gut, bis hier ja. stehen bleibt. Das wird sich jetzt noch absetzen. Ja. Also, ist auf jeden Fall safe und neu. Wir machen mal einen Geruch. Oh, riecht geil. Mm. Hopfig. Das riecht sehr angenehm, ja. Oh, ich bin schon die Nase drin. Du wolltest das schon probieren, ey. Ah. Ja, das ist, also, das finde ich sehr lecker, auch eine 9. Ja, muss ich mitgehen. Ja, sieht gut aus. Es riecht einfach wundervoll. Hoch, das ist, ne? Und der Schaum hält sich. Okay, ich natürlich die Kohlensäureperlen sind jetzt schon ein bisschen weg, ne? Glaube ich. Ja, die sind nicht mehr so da. Ja gut, man muss ja auch sagen... Aber ich glaube, ich muss meine Schaumnote echt erhöhen. Ja, machst du? Weil die steht, der das steht sieht immer jetzt, noch. Das sieht gut aus, ja, das stimmt. Steht immer noch. Wir hatten das schon anders, ne, wo dann hinterher gar nichts mehr war. Und, so. Und ich habe ja, genau, indem wir geredet haben, ne? Und weil der hier so stehen bleibt, so wie ich das eben gesagt habe, ja, mache ich das erste Mal beim Biertest eine 10 für den Schaum. Oh. Ja. Ja, schön. Und jetzt Geschmack. Ja. Oh, ich hätte gedacht, das wäre süßer, das ist so leicht... Bitter? Bitter, hopfig. Aber sehr angenehm bitter. Das hat einen geilen Geschmack. Und die Kohlensäure ist sehr hopfig. Super. Könnte für mich ein bisschen milder sein, sag ich mal. Aber das ist ja auch immer Geschmackssache, ne? Also, ja. Ja, eine volle 8. Mhm. Weil, wie du schon sagst, wenn es ein bisschen milder wäre, aber das ist ja wirklich auch, wie man es mag halt, ne? Also es ist sehr, sehr, sehr hopfig. Ist ja nicht geil. Umsonst auch hier so ein Mega-Hopfen drauf, ja, den das Skeletor so in seiner Faust klar. hält. Ja, wahrscheinlich 2 Reinhaus. Da steht ja auch nicht drauf, wie viel Prozent das hat. Ne? Steht das denn drauf? Nee. Nee, aber wenn du selber brauchst, wie das willst du schon, das abschätzen? Ja. Nee, da steht nichts drauf. Aber das hat auf jeden das Fall... Ist gut. Das muss so 5,5, wenn nicht mehr haben. So Mitte, Ende, ja. 5%. Wir probieren ja die Tage noch so ein Kronen-Winterbier mal wieder. Schick das mal ein. Das nach, testen wir mal. Damit wir mal endlich zur Hauptattraktion echt, kommen ey. Können. Echt, ey. Ja, hier nicht beim Bier-Verköstigungsvideo. Oh. Immer. Jetzt müsste ich ja noch mal auch erhöhen, ne? Weil das ist ja mal ein Schaum. Das ist eine Blume. Ey, nee, kannst ja, das ist ja geil. Ja, komm. Darf ich auch noch? Ja, klar. Dann auch noch mal hier, ne? Volle Hände. Geil, ey. Ja gut, dann kommen wir jetzt zur Endwertung vom Bier erstmal. So, dann sind wir schon wieder zurück. Und worum geht's heute? Heute geht es um den stärksten Mann des Universums. Schon wieder. I have the power! And now it's He-Man versus the evil Skeletor. Skeletor alone is no match for He-Man. Alter. Ja, noch eine He-Man-Figur. Warum ist der denn jetzt nochmal? Weil der hier... Ach so, ich sehe schon. 200X ist das. Die 200X. Ja, ja, okay, ja, deswegen, anderer, der Harnisch sieht anders aus und so. Ne? Ja, und das, damit wir das hier genau überprüfen können, vergessen wir aber diesmal nicht die Abenteuer der Rückseite. Ne? Ja. Guck mal, da siehst du. He-Man gegen He-Man, oder was? Nee, es ist ja Prinz Adam. Ach ja. Und der verwandelt sich gerade in He-Man und erhält die Weste. Die Weste in dieser schönen Farbe an, ne? Ja. Ja. Ja, aber wenn man mal guckt, jetzt habe ich die Wave komplett. He-Man, Mantenna, Skeletor und ein Pickhead habe ich sogar auch gekriegt von Strong Vision. Da fehlt nur noch einer. Einer muss noch nachgeliefert werden, deswegen kommt der später. So, ja, ansonsten sehr unspektakulär, ne? Man sieht nichts im Hintergrund, der verwandelt sich einfach nur. Ja. Ja.
Okay, machen wir den Boomer-Move. Zack, zack. Ah, ja, kleineres Loch. Ja, ein 2000er. Was? Ich trinke lieber, ich sag lieber nichts heute. Ja, mach mal lieber. So, muss ja irgendwie, muss das hier wieder mal gehen. So, haben wir das schön abgelöst. Oh, das ist geil. Das ist echt ein gutes Bier. Und guck mal hier, der Schaum, während wir reden, der Schaum steht. Ja, ja. Also gerade selbst als er über einen Zentimeter über dem Glasrand war, ne? Das war fantastisch. Das hätte ich nicht so, Sissy. Boah, du reißt das so auf wie Dos sein Geburtstagsgeschenk. Jo, jo. Und wenn ihr das sehen wollt, zieht euch das Euro Nosferatu, guckt euch das mal an, wisst ihr? Ja. Weißt du? Oh nein, du machst echt jetzt. Oh nein, du packst den jetzt echt aus, Alter. Nein, what the fuck is going on? Aber gut, wir haben es alles auf Kamera, meine Damen und Herren. Wir haben es alles auf Kamera. Das Ding muss ausgepackt werden. Dos, anfassen will ich den. Naja, habt ihr das auch gesehen? Kommen wir hier zurück zum Comic. Der verleitet mich auch immer zu irgendwelchen Einspielern, ne, die ich dann machen muss. Ach so, habe ich gar nicht. Den kennen wir ja schon, den Kickhead Comic. Okay. Zu welcher Figur hatten wir den? Ach, Mantenna hatten wir. Ich wollte gerade sagen, Mantenna war das, ne? Mantenna oder? Nee, oder Skeletor. Bei Skeletor hatten wir den, glaube ich. Nee, ja, logischerweise war das bei der 2000X. Ja, ja, das war bei der Skeletor-Folge. Und ja, natürlich ja, Schweinekopf drin. Removable Points, tralala, wo man hier wieder lustige Sachen auswechseln kann. Gibt es auch. Wann machen wir das denn mal? Lustig die. Lustig umbauen. Genitalien wollte ich gerade sagen. Die, Was? Hier Insta-Teile da. Schon was raus. Ja, schon weggeschmissen. Ja. Schauen wir mal, machen wir lustig Figuren umbauen. Ach, guck mal. Wow, das sieht aber. Das Schild sieht schon mal anders aus. Sieht detailreicher aus. Ja. Ne? Aber es ist sehr durchsichtig. Ich halte das jetzt zwar so, weil von da hinten Licht kommt. Ich brauche schon wieder hier Tools of the Trade. Die ist hier. Ja, das ist sehr dünn. Aber. Ach so, sind die Haken da wieder dran? Jo. Diese Schnüre. Schnüre, meinst du, da hinten ist schon wieder was? Mal nicht. Ich glaube, wieder Metallwaffen? Ne, wo war das mit den Metallwaffen? Ach nee, das ist in diesem Vierer-Pack, Doppelpack, was war das? In diesem. Haben wir doch bei Onkel Gundi gesehen. Ja, dieses 14th Anniversary Skeletor He-Man-Pack für Metalldinger, ne? Für 300 Millionen Euro. Was man sich nicht leisten kann. Ach, unten hat er jetzt auch wieder welche. Letzte Mal hatten sie keine an der Füße, jetzt haben sie wieder welche an der Füße. Es ist. Gibt's nicht. Es ist verhext. Ja, und dann kommst du da natürlich nicht rein mit dem Stuff. Die Farbe ab und so, weißt du, direkt das ist, so komplett entwertet. Kann man das hier von hinten aufmachen? Ja, vielleicht stimmt. Auch von hinten, ne? Einfach mal rough von hinten, ey. Das gibt doch nicht die Wahrheit hier. Wisst ihr was? Ich mache jetzt einfach Gewalt. Oh, ich hab das Ding im Fuß stecken. So. Spritz hat das. So, einfach ziehen die Scheiße hier. Ja, so, hier ist ja wieder der Waffenmann. Ja, super, jetzt kann ich hier wieder mit rumkloppen, weißt du? So, aber das. Ja, guck mal hier, schön Fußgelenk gebrochen. aber das Schild hat mich ja so angelacht. Und wir haben ja hier den Vintage Head Origins He-Man am Start. Ich hätte jetzt natürlich auch einen Vintage-He-Man da hinstellen können, aber den haben wir ja schon irgendwann mal verglichen vor Jahren. Und wenn man sich jetzt das Schild anguckt, nehmen wir das mal ab, es ist wesentlich detailreich. Ja, aber das siehst du gleich bei den, bei der Axt hier. Alter, was für ein Sache! Ja. Alter, was für ein Sache! Klinge, aber hier schöne Details und hier so ein dickes Heft. So, machen wir mal hier. Völlig anders. Also das hat ja gar nicht mehr das ist komplett die Form was. Eines He-Man-Schwertes, finde ich. Ne? Aber das war bei dem Skeletor-Ding ja auch schon so. Ja, ja, genau, richtig. Ja, so, ja, ja. Ja, aber so sah es halt in der 200X-Serie auch viel größer als das Originale. Und die Axt, die ist natürlich, das ist ein Motte hier. Das ist, guck mal. Guckt euch das mal an. Das sind ja zwei. Das sieht ja das also, aus wie für, der eine sind zwei. Für Kinder hier das und das ja. Ist... Ja, kannst du auch ordentlich mit aufräumen. Ey. Aber auch geil gemoldet da so drin. Ja, sieht geil aus. Ja, sehr schön. Drauf. Ja, schön. So, gucken wir mal hier. Was haben wir denn da? Ja, gut, kommt natürlich, ne? Die Friese ist ein bisschen ist ja erstmal anders. Ja, die Friese ist das anders. Ist alter, ne? Ja. Und der Kopf als seine Ohren gucken hervor. Die Ohren? Alter, er sieht fast aus wie so ein Elbe ist oder die so. Nur so aufgesetzt? Das war ja hier geil. Ist, hier ist so eine Lücke. Dann kannst du den Glatzkopf hier machen. Wenn, als wenn die aufgesetzt werden. Nee, die ist dran geklebt, okay. Damit man das Ohr hier sieht. Aber andere auch oder nur eins? Nee, beide. Okay. Beide Seiten. Ja, ist absolut eine andere Friese. Aber ich will. Und der Kopf ist auch ein bisschen anders. Ja, ja, guck mal, der Kinn. Ja, die ganze Kinnpartie ist anders. Ja, gut, die Augenbrauen hier haben sie fast so gelassen, ne?
Ja, also oben so rum ist gleich, Mund würde ich auch sagen, aber das Kinn ist ja, das siehst du gerade anders. Ja, der Hahn ist natürlich komplett anders. Ja. Braun. Ja, das Zeichen sieht auch komplett anders aus. Ne? Gold. Da ist nicht mehr dieses eiserne Kreuz da drauf. Ja, das haben sie wahrscheinlich aus Gründen gemacht. Ne? So, zu martialisch, okay. Oder weiß ich nicht, keine Ahnung. Heutzutage ist doch alles irgendwie schwierig. So, kannst du auch gut von rülpsen, super. Ja. Ja, die Armreifen. Sieht ja metallisch aus. Das, ne? Ja. Silber statt Orange und unten an den Füßen hat er nicht so einen gelben Pelz, sondern ist einfach nur braun. Ja, guck mal hier, hier hat er sein Böllerzeichen. Nee, das, da ist das Kreuz aber wieder drin. Ach jo. Auf seinem Gürtel. Jo, da ist ja, und so ein natürlich Kreuz. Dunkler halt, ne? Das Feldzeug da halt. Und zweifarbig. Oder nee, sogar dreifarbig. Silber, Rot und ja, Gold. Ja, ja, und bei dem ist ja schon so orange halt. Dran gemacht. Hinten, hinten hat er wieder seine Schwerthalterung. Ja, kann er das so machen. Kann er hier schön. Ach, guck mal, und er hat wieder zwei Greifhände. Oh, sehr cool. Genau ja, wie beim Skeletor war es, glaube ich, auch. Ja, das ist natürlich geil dann. Dann kannst du schön kann variieren. Kann er hier schön. Ja, oder Schwert und Axt und so, ne? Schwert und Axt. Ja, wir machen aber den Schild hier dran. Komm, klipp da dran jetzt. Oh, der geht aber nicht so geil dran, finde ich. Okay. Das ging bei also, das Schild fühlte sich relativ, ja gut, das ist auch leicht. Weil das fühlte sich gerade so dünn an, so, weißt du? Deswegen auch gerade gegen das Licht ist das sehr durchsichtig, dieser Schild. Ja, ein bisschen schwierig. Ein bisschen schwieriger anzubringen. Und? Ja, nee. Der ist ein bisschen schwieriger anzubringen, aber geht auch. Dann haben wir ihn hier. So, alles mal an der Seite. E-Man, der stärkste Mensch von Eternia. Was ist denn überhaupt ein Mensch? Universum. Ja, weil. Ja, ich würde sagen, das ist ein Mensch. Aber Eternia, was ist, er ist ein Eternia. Ein Eternianer? Ein Eternianer. Darf man das denn sagen, Eternianer? So, da haben wir ihn. Ja, gut, haben wir verglichen. Ne? Bierchen schmeckt auch. Weißt du, was gut. mir eigentlich gerade einfällt? Darf man eigentlich jetzt diesen Spruch nicht machen? Ein Dings kennt keinen Schmerz? Hm. Das ist doch. Ja, wahrscheinlich ist das auch verboten. Obwohl das ja eigentlich ein Kompliment ist. Ja, natürlich. Ne? Weil man so tough ist. Ja, natürlich. Aber ja, gut. Ja, egal. Ja, ich weiß nicht, in welchen Zeiten wir leben. Ja. So, stellen wir das hier hin. Eternia wäre das nicht passiert. So, auf Eternia. Ach, ja. Ich wäre da schon wieder um, ne? Hat er gehört. Viel von dem Schädelspalter getrunken. So, ja, aber der schmeckt wirklich. Also, das ist wirklich. Könnt ihr mal echt antesten. Habe ich euch ja eben eingeblendet. Masters of the Bruniverse gibt es auf Instagram. Und der verkauft das Bier da. So, macht manchmal so Special Editions. Ja. Und wenn ihr schnell seid, ich glaube, das kostet 25 Euro. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube 25 Euro T-Shirt und Bier kriegt ihr da. Ja, ich hatte auch überlegt, mir noch ein Shirt dazu. Und der hat ja drei, ich glaube mit drei verschiedenen Motiven. Zwei oder drei verschiedene. Ja, immer das jeweilige Motiv das von dem Bier. Okay, ja, ja. So. Aber das trinken wir für den nächsten auch nochmal. Ich habe mir ja auch eins gekauft da halt so. Sehr lecker. Mhm. Ja, die Frage stellt sich mir: Braucht man diesen He-Man 200X? Ich brauch diese Axt. Den Skeletor fand ich ja geil, weil der dann auch hier so Details hatte und sowas. Und hat der ja auch. Aber ich finde den nicht so geil wie den Skeletor. Naja. Aber die Axt, die ist natürlich der Axtzache. Das ist natürlich ganz kann cool. man die Köpfe gar nicht abmachen? Ja, doch, klar. Da sind wir schon ab. Ach so. Ja. Zack. Fast ins Glas. Spielkind wieder, wisst ihr. Bevor das hier wieder ausartet, wünsche ich euch einen schönen guten Morgen, Mittag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr das seht. Und ihr könnt jetzt was richtig abschalten. Jetzt guck mal hier. Oh, das alte E-Mail-Schwert. Abschalten, 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 abschalten. Achso, jetzt ist er schon wieder. Ich sitze da eh vor. Ja, stimmt. Haben wir denn alles? Ja, ist alles da, ne? Ich guck doch. Jetzt alles hier. Sonst gehen wir halt wieder die Werbung. Man kennt das ja, ne? So. Oh Mann, da kann ich viel los. 3, 2, 1. Ei, ei, ei. So, jetzt kommen die lustigen Nahaufnahmen wieder.